Die Vorbereitung war sehr gut. Wir haben hier heuer das erste Mal als Cheftrainer Norwegen und es war eine sehr intensive Zeit im Frühjahr mit den Athleten. Ein bisschen stressig für mich, weil ich noch in Österreich gewohnt habe bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wir haben eine gemeinsame Sprache gefunden. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, so gut es möglich war. Ich denke, wir haben an einem neuen Konzept gearbeitet, was das Techniktraining betrifft, was das Konditionstraining betrifft. Und dementsprechend waren die Ergebnisse in Zakopane oder in Polen generell nicht so gut. Aber mit dem haben wir eigentlich gerechnet. Also es war für unsere Verhältnisse, waren wir mit der Leistungsentwicklung an sich zufrieden, obwohl die Ergebnisse am Papier nicht so gut ausgesehen haben. Stehen mit Ihrem Team nach dem Rücktritt von Jakobsen, echter Leistungsträger, sind Sie auch in der Situation, dass junge Athleten rangeführt werden müssen. Wie ist denn die Situation im Team? Wie würden Sie die beschreiben? Ja, die Situation im Team ist so, dass wir jetzt mit Anders Dernen und mit Rune Welter zwei junge, ambitionierte oder für Norwegen verhältnismäßig junge, ambitionierte Sportler am Start haben. Ingvaldsen als dritten Mann noch dabei und ich denke, dass diese drei Athleten sich im Moment sehr gut in die Mannschaft einfügen. In der B-Mannschaft haben wir auch noch einige gute Athleten, Fannemel, Sklett, die also durchaus in der Lage sind, ich denke, über den Sommer sich so weit zu entwickeln, dass sie im Weltcup zumindest anschreiben können. Und dementsprechend ist die Situation gut. Natürlich ist es wichtig, dass generell in Norwegen im Nachwuchs bessere Strukturen geschaffen werden. Und das ist sicher ein Ziel der nächsten Jahre, wo ich versuchen werde, meine Erfahrungen vom Skigymnasium Stams mit meiner Arbeit mit den Jugendlichen einzubringen, um dort also das Leistungsniveau zu heben im Nachwuchsbereich. Und letztes Jahr in Hinterzarten hat das norwegische Team Platz 2 belegt. Wie sieht die Zielsetzung hier aus und wer wird in Hinterzarten im Einzel und im Team antreten? Also die Zielsetzung für den Mannschaftsbewerb ist, dass wir das Ergebnis von Zakopane toppen, was nicht so schwer ist mit dem siebten Rang. Die Mannschaftsausstellung ist so, dass wir den Tom Hild, also für den Mannschaftsbewerb haben wir uns noch nicht entschieden, das werden wir noch da. Nach dem offiziellen Training werden wir das bekannt geben, aber die Mannschaftsausstellung ist jetzt im Moment so, dass wir den Tom Hilde dabei haben, den Evensen, Welter, Sternen und Ganges. Der Romernis war hier zum Training, die an der Schanze waren, haben das gesehen, ist aber jetzt wieder nach Hause gefahren, um einem Kurs des B-Kaders beizuwohnen. Vielen Dank erstmal. Bitte. Lukas Kruschek, bei Ihnen Saisonvorbereitung und Saisonstart im eigenen Land, erstmals Auftakt des Sommer Grand Prix in Polen. Wie sind die letzten Monate und Wochen bei Ihnen verlaufen? Oh, bei uns war so diese erste Wettkämpfe in Polen war für uns schwierig, weil alle Leute haben gewartet, was passiert ist nach dem Rücktritt von Adam. Und ja, was kann ich sagen, dass die erste Teil von Sommer Grand Prix ist sehr gut gelaufen, außer einem Wettkampf, so Mannschaftskonkurrenz, der war nicht so gut für uns. Aber alle andere Einzelkonkurrenz, ich denke, dass die Jungen haben gezeigt, dass diese, oder haben sie bestätigt, so das Ist-Niveau gut zu sehen und das können sie kämpfen zwischen die Besten. Um den Nachwuchs müssen Sie sich in Polen, ja, hat man in den letzten zwei Jahren gesehen, offenbar gar keine Sorgen machen. Woher kommen die sehr vielen, sehr starken jungen Springer aus Polen? Ja, ganz viele ist das nicht, aber gibt es in Polen schon seit 10 Jahren ein Programm, welche macht unsere Hauptsponsor Lotus, dass die haben eine Serie von Wettkämpfen, wo können sie lernen. Sind auch die
zwei Sportschule. Aber trotzdem sehen wir, dass das sind nicht so viele Leute, da das oder kann viel mehr sein. Und jetzt haben wir ein bisschen gewechselt auch in B-Mannschaft im Hintergrund. Das ist eine neue Betreuermannschaft gekommen. Das ist auch Trainer Robert Matteo mit seinem Assistent Maciej Maciuszek. Die waren letzte zwei Jahre bei Adam. Und jetzt haben sie ein bisschen Training gewechselt mit Junge und die ersten Ergebnisse sehen wir schon beim Conti Cup. Können Sie uns sagen, mit welchem Team Sie nach Hinterzarten angereist sind? Wer wird starten in welchen Wettbewerben? So wegen Mannschaftswettbewerb, das werden wir entscheiden nach der Qualifikation. Aber wir sind hier gekommen mit 6 Personen. Das ist Kamil Stoch, Maciej Kot, David Kubacki, Krzysztof Miętus, Rafał Śliż und Piotr Żyła. Vielen Dank erstmal. Bitte. Werner Schuster vom Deutschen Skiverband. Wie zufrieden sind Sie mit der Saisonvorbereitung und dem Wettkampfauftakt des DSV-Teams? Danke, zufrieden. Wir sind im Plan, hatten eine gute Vorbereitung, konnten in Polen die ersten guten Ergebnisse einfahren mit einer veränderten Mannschaft, die Namen, wegen denen Sie die letzten 15 Jahre nach Hinterzarten gepilgert sind, sind nicht mehr die absoluten Leistungsträger. Wir stehen vor einem kleinen Umbruch und haben hier es mit dem Michael Uhrmann ersetzen. Wir kriegen ein bisschen Zeit, dass wir nicht alle auf einmal ersetzen müssen. Wir haben jetzt mit dem Severin Freund und Richard Freitag 2 Athleten, die sich gut positioniert haben im Laufe des Sommer Grand Prix. Und diesen Weg wollen wir fortschreiten und soweit alles im Plan. Michael Neumeier ist auch am Studieren im Moment. Martin Schmidt muss Zwangspause machen. Trotzdem 2 junge Athleten, Sie haben es angesprochen, mit Freund und Freitag in den Top 10. Vom Sportlichen her sicher sehr zufriedenstellend. Und dann noch die Frage, wie ist die Situation bei Martin? Ja, vom Sportlichen her ist es im Moment sehr spannend fürs Trainerteam. Es macht sehr viel Spaß, mit diesen etwas jüngeren Athleten zu arbeiten, weil hier die Leistungsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Das ist, sage ich mal, nach oben offen, die Skala, wo es noch hinführen kann. Und es ist sehr wertvoll, den Martin Schmidt noch im Team zu haben, der hier vorbildhaft trainiert. Wirklich das Musterbeispiel eines Profis hier darstellt, der sehr viel Erfahrung weitergeben kann, auch auf der menschlichen Seite. Hat dieses Team, das in Polen am Start war, sich sehr gut verstanden. Es ist eine positive Energie entstanden oder eine positive Energie gewesen, die sich auch über kurz oder lang noch auf die Leistungen auswirkt. Dass der Martin nicht starten kann, ist schade, aber es hat sich erschienen. Er hat sehr, sehr früh heuer mit dem Training begonnen, hat er in den Monaten, in denen er sonst Pause gemacht hat, April, Mai hier sehr, sehr gut gearbeitet und hat dann aber Ende Juni hat sich das erste Mal hier so eine Ansatzreizung breit gemacht. Er hat diese Polentournee noch durchgekämpft. Aber es ist jetzt wichtig, im Blick auf den Winter hier das ausheilen zu lassen, weil sonst kann das auch mal chronisch werden. Er wird Ich habe nichts getan. Was? Jetzt muss es wieder gehen. Soll ich weitersprechen? Hallo. Ja, also ist es sehr wichtig, hier das auszuhalten, weil es kann auch mal chronisch werden. An sich für einen 33-jährigen Sportler ist es jetzt, sage ich mal, nicht so außergewöhnlich. Bei Michael Ballack zwickt es auch ab und zu. Man könnte auch davon ausgehen, wenn er nichts hätte, dann hat er die letzten 15 Jahre nicht gut trainiert. Ist natürlich lästig auch für den Kopf und er wird das definitiv überwinden. Ich bin also zuversichtlich, dass er uns wieder verstärkt und punktuell hier eine sehr gute Rolle spielen wird. Michael Neumann hat auf eigenen Wunsch, weil er in der Diplomarbeit Stress steckt, mehr das Training am Stützpunkt forciert und wird erst in Klingenthal zur Mannschaft stoßen. Und wie gesagt, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Es gibt eine neue Chance. Es ist auch speziell Sportler wie Stefan Hocke, Maximilian Mechler, die punktuell hier immer wieder mal auf sich aufmerksam gemacht haben, aber nie die Konstanz hatten, wie eben die genannten Sportler. Die haben noch einmal die Chance, arbeiten mit einem irrsinnigen Eifer an dieser Möglichkeit, hier eine fixe Größe zu werden. Und
ja, vom Betreuerteam haben wir auch eine kleine Veränderung vorgenommen. Wir haben den Stefan Hagacher, der hier schon ja, privat auch sich niedergelassen hat im Schwarzwald, vom Kontinentalcup-Chef zum Assistenten hier in der A-Mannschaft befördert. Dadurch sind die Stützpunkte wirklich optimal besetzt und im Moment macht es Spaß zu arbeiten. Ja, vielen Dank erstmal. Noch eine kurze Runde mit den Trainern. Alexander Stöckel, die Serie Sommer Grand Prix hat dieses Jahr mehr Wettkämpfe, das nimmt mehr Zeit in Anspruch. Wie hat sich das auf Ihre Planung, Ihre Vorbereitung ausgewirkt? Wie sind da die ersten Erfahrungen? Ich weiß, für mich ein bisschen schwierig zu beantworten, diese Frage, weil ich das erste Mal in der Form dabei bin. Grundsätzlich finde ich es eine sehr gute Sache, dass man im Sommer die Möglichkeit hat, Wettkämpfe zu bestreiten. Ich denke, es ist eine Chance für, auch für jüngere Athleten. Man hat also gesehen, auch in den letzten Jahren sind Top-Athleten nach einer guten Saison oft einmal nicht bei allen Veranstaltungen dabei. Und ich denke, es ist eine sehr gute Chance, dann jüngeren, unerfahrenen Athleten eine Möglichkeit zu geben, in einem Weltcup bzw. in einem Sommer Grand Prix zu starten, um dort Erfahrungen zu sammeln. Und dass man auch als Trainer dann sieht, wie reagieren solche Sportler auf dem höchsten Niveau im Wettkampf. Und deswegen denke ich, ist es eine gute Sache, dass es genügend Wettkämpfe gibt. Mehr sollte es vielleicht nicht werden. Ich denke, dass wir jetzt, so wie es jetzt ist, am oberen Limit angelangt sind. Ansonsten wird es sehr schwierig werden, wirklich alle Veranstaltungen vernünftig zu beschicken. Das ist auch eine Kostenfrage natürlich für die Verbände. Deswegen denke ich, ist es in Ordnung so, aber mehr braucht es nicht werden. Danke. Lukas Kruschek, wie fällt Ihre Einschätzung zu dem Thema aus? Mehrere Wettkämpfe, das ist sicher, so wie Alex hat gesagt, mehrere Chancen zum im Prinzip für junge Athleten. So, wir haben so geplant, dass wegen die drei Stationen in Polen, welche war, brauchen wir nicht mit dem Top unserer Athleten jede Wettkämpfe starten. Das werden wir sicher einige Pause machen, dass wir die Beste nicht alle starten. Und Werner Schuster, wie geht der DSV mit der veränderten Situation, den Rahmenbedingungen um? Ja, das ist ein Dauerthema. Ich habe mir da schon auch mal den Mund verbrannt. Es ist hier die Situation so, dass es, wie der Alex sagt, es ist eine sehr gute Einrichtung, bewährt. Es gibt ja hier das 30-jährige Jubiläum, dass es sehr, sehr, sehr praktisch und sehr, sehr wertvoll ist, hier im Sommer die Trainingsphase mit Wettkämpfen aufzulockern. Es prallen hier natürlich unterschiedliche Interessen aufeinander. Sportliche Interessen, marketingtechnische Interessen. Und da muss man eben schauen, dass man alles unter den Hut kriegt. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann würde ich sagen, es wäre meines Erachtens, glaube ich, wenn es organisatorisch, marketingtechnischen und sonstigen Gründen machbar wäre, praktischer hier das etwas kompakter zu gestalten. Wenn die Wettkämpfe von Mitte Juli bis Anfang Oktober dauern, dann ist praktisch jede Top-Nation, wie der Lukas gesagt hat, immer gezwungen, auch den einen oder anderen Sportler irgendwo rauszunehmen, weil er sonst sein Training nicht mehr unterkriegt. Und darunter leidet natürlich die Wertigkeit. Aber wie gesagt, wir sind sehr gut geführt von FIS-Seite her, werden wir optimal betreut und die versuchen das Bestmögliche. Und von dem her ist es auch gut, dass Hinterzarten als ein Fixbestandteil hier unangetastet ist. Und das ist, so wie ich gesehen habe, hier wirklich ein tolles Feld am Start ist. Vielen Dank. Zu den Athleten. Tom Hild ist hier. Wir haben damit einen Athleten auf dem Podium, der in der letzten Weltcup-Saison reichlich Top-10-Plätze und Podiumsplätze geholt hat. Tom, wie bist du mit deinem Saisonstart zufrieden? Zakopane Plätze 12 und 7, Schürk 7., Wissler 5., Gesamt 6. des Sommer Grand Prix. Wie fällt deine Einschätzung aus? Tom, what do you see about your start this season? The start has been really good. If you're thinking about that, we have changed the coach and very many new things we have to learn. We're still learning, but I feel we're starting to have an idea of what he is bringing to our team. And it was surprising to get at least 5th and the 7th place. The 12th place was not that good, but we're changing so much as we have. It's normal that we have ups and downs.
Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Start, wenn man bedenkt, dass wir einen neuen Trainer haben und 75. Platz ist wirklich gut. Sie lernen immer noch dazu, logischerweise, aber bisher klappt das alles hervorragend. Die Norweger haben schon seit Anfang der Woche hier in Hinterzarten trainiert. Vorgestern ist das Turm gestürzt. Was ist passiert? Schlimmere Folgen davon getragen? Tom, you fell yesterday. What happened? Could you tell us something about it? Yeah, the binding fell off in about 70 meters. Of course, then we were falling, but I was really lucky and no injuries, and just a bit hurt in my ribs, but no setbacks. I had one 3 day yesterday, the fall was 2 days ago, so I was jumping again today and it was going good. Felt good. Yeah, no setbacks, so that's just something that happens sometimes. Okay, also das war nur ein Bindungsproblem und von daher keine Rückschläge. Er ist also heute schon wieder gesprungen und hat hier an den Rippen ein bisschen eine Prellung, aber es behindert ihn nicht und klappt wieder prima. Wie muss man auf der Adlerschanze springen? Was hat die für ein Profil? Kommt sie Ihnen entgegen? Liegt Ihnen die? Do you like the jump here? Yes. Gut. It's a really nice hill. I still haven't managed to get a good result in the competitions here, but I can change that this year. I can change that this year, yes. And it's perfect for training with the lift going and lift in the tower, so hopefully the 2 days we have been jumping here now will give results in the competition. Yeah, it's deep. Schanz liegt ihm sehr gut. Er hofft, dass er jetzt auch dann gute Ergebnisse erzielen kann. Ja, vielen Dank erstmal. Kamil Stoff, letzte Saison sehr erfolgreich, ersten Weltcup-Sieg auch unter anderem geholt. Kamil gilt als extrem sprungkräftiger, leichter Springer. Wie kommt er auf der Adlerschanze hier in Hinterzarten zurück? Kamil, how do you like the jump here? You are incredibly lightweight jumper. And how do you come along? Yes, I really like this hill. Last time when I was jumping here, it was 2 years ago, because last year I got the marriage and that's why I didn't start here. But yes, like I said, this hill is very good for competitions. It's a little bit windy when the competitions is starting about afternoon, something like that. But it's okay. Ja, kam also. Er war vor 2 Jahren ja hier, letztes Jahr nicht. Kommt mit der Schanze soweit sehr gut zurecht und eben jetzt ein bisschen mit dem Wind, je nachdem, am Nachmittag, wenn der Wettkampf ist, muss man sehen. Aber es klappt nicht. Kamil ist nach 2 Podestplatzierungen in Zakopane und in Schirk Platz 9 in Wista, Gesamtdritter der Serie. Ist er mit seinem Saisonauftakt unter dem Strich zufrieden? So you are altogether third. So are you satisfied with the situation so far? Yes, I'm very satisfied from this place because this is still summer. And I have still time to prepare for winter time, because winter is most important for us. And I believe that I will prepare very good, and I will be prepared for the winter. Also sehr zufrieden soweit. Und hat ja dann noch ein bisschen Zeit, bis im Winter wirklich losgeht, und bis dahin hofft er top fit zu sein. Mich würde interessieren, wie die Situation bei Kamil verändert hat nach der letzten sehr erfolgreichen Saison und auch im Jahr davor hat er eigentlich schon überzeugt. Wie fallen seine Saisonziele aus mittlerweile? Wie geht er mit der veränderten Situation? What are your goals for this season after having had a very successful last season? You mean some holidays or something like that? Oh, the targets, okay. I don't really have targets now, because
like I said, it's still summertime and a lot of work to do. But I just want to make some progress all the time, and I believe that this season will be better than last year, than the last one. So I just want to be the best, but I don't really know when will be this. Also, weiß noch nicht, wann das sein wird, aber möchte natürlich irgendwann der Beste sein und trainiert wirklich hart und versucht das auch noch bis zum Start von der Wintersaison dann umzusetzen. Vielen Dank erstmal. Für Severin Freund wird jetzt Werner Schuster im O-Ton antworten. Nein, das sicher nicht, aber die Situation von Kamil und von Severin sind ja schon ein bisschen vergleichbar, oder nicht? Die sind beide sehr erfolgreich gewesen im letzten Jahr. Wie ist die Situation beim Severin? Wie geht er mit den veränderten Ansprüchen von außen und innen um? Ja, vergleichbar. Es ist natürlich jeder Entwicklungsweg ist ein anderer. Der vom Severin ist ein ganz eigener, der eigentlich seit diesen Tagen, als ich in Deutschland Trainer wurde, war er so einer von mehreren hoffnungsvollen Jungen, der aber etwas gehinkt ist, aber immer mit einer enormen Beharrlichkeit aufgefallen ist. Also er hat hier, egal welche Serie er sprang, irgendwo immer einen klaren Plan. Er ist ein sehr intellektueller, strukturierter Mensch, der seinen eigenen Plan verfolgt hat und sich eigentlich Jahr für Jahr leicht verbessert hat. Der große Sprung ist dann letztes Jahr gekommen, als er dann wirklich zum besten deutschen Skispringer aufgestiegen ist. Das hat er meines Erachtens mit Bravour bewältigt, speziell auch bei den wichtigen Wettkämpfen, weil es war doch eine neue Situation, weil doch die Mannschaft mit den arrivierten Springern, zu denen er jahrelang aufgeschaut hat, die hatten auf einmal das Nachsehen auf der Schanze und das war wirklich für ihn eine besondere Situation, die er gut bewältigt hat. In der heutigen Saison ist natürlich diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit etwas in Gefahr, weil das zweite Jahr muss man natürlich, hier hat man Assoziationen und die Ansprüche an sich selber steigen. Man möchte sich ja auch, wie die Kollegen so schön sagen, weiterentwickeln und in Progress bleiben. Und von dem her hat er sehr früh in die Spur gefunden, hat gut trainiert und konnte sich jetzt festigen. Im Moment kommt ihm sicherlich zugute, das meine ich auch so, wie ich sage, dass es alles danach ausschaut, dass er eine Unterstützung bekommt. Er kriegt eine Unterstützung im Moment im Training von Richard Freitag, der ihm ständig hier auf dem Schlappen steht und ihm zeigt, hier komme ich und ich kann auch gut Skispringen. Was ihm aber in letzter Konsequenz hilft, das spornt ihn an und gleichzeitig nimmt es ihm auch etwas den Druck. Wenn du hier alleine vorne dran stehst vor einer großen Skisprungnation, ist das immer schwieriger. Von dem her haben wir im Moment eine ganz gute Situation. Es wird sicher eine riesen Herausforderung für Severin, für uns alle. Aber im Moment ist alles im Plan. Letzte Frage meinerseits. Severin selber hat im Vorfeld gesagt, mit einem Schmunzeln, dass die Schanze hier in Hinterzarten nicht sein Favorit ist. Dass er die erneute Chance hier, sich jetzt wieder auch besser anzufreunden, aber natürlich gerne nutzt. Wie ist das bei ihm gelagert? Warum kommt er hier nicht vielleicht so gut klar wie auf anderen Schanzen? Das hat er vor Wiesler auch gesagt, dann ist er der Vierte geworden. Aber insgesamt ist es so, dass er selber mit seinem Sprungstil ein wenig anfälliger Springer ist. Also er kommt auf sehr vielen Schanzen dieser Welt zurecht. In Hinterzarten ist es wirklich so, dass er hier schon sehr gut gesprungen ist, aber sich immer ein bisschen reinkämpfen muss. Die Schanze hat speziell eben, wenn man den Turm nimmt, ist ja auch mal umgebaut worden, den Schanzenturm und den Radius zum Schanzentisch hin. Da gibt es mal eine kleine Ecke drin, wo die Sportler große Anforderungen sind an die Balance, in der Anfahrtsposition. Und das ist für einen Georg Späth ein Vorteil und für einen Severin Freund ein Nachteil. Also da kommt man ihm bei dem Profil nicht entgegen. Aber er kann ja sehr gut springen und wir müssen einfach mal das Wochenende abwarten. Ich bin ja zuversichtlich, wir hatten vor einem Monat hier einen Trainingskurs und da hätte man von Problemen nichts gesehen. Vielen Dank. Ihre Fragen? Der Internationale Skiverband hat zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit den Body Mass Index angehoben.
jetzt noch einmal um einen halben Punkt von 20,5 auf 21 mit Ausrüstung. Ich hätte gerne gewusst von den beiden Springern, Carmen Stoff und Tom Hilde, wie Sie diese Änderung bewerten. Mussten Sie jetzt ein Gewicht noch einmal zulegen? Ist das ein Problem für Sie? Und vielleicht von Ihnen, Herr Schuster, wie das in der deutschen Mannschaft aussieht. Tom, could you? Tom, the body mass index was set up in the last time. So how was that for you? Do you have to gain weight or? I guess everybody had to gain a bit weight. That was the reason for the rule. But it's not that much difference from last year. You can also choose to cut your skis a bit. So it actually didn't make any difference or not a noticeable difference. So, but I think they can have it the way it is now, not raise it anymore, because we're starting to get fat. I hope that it's so bleibt wie es jetzt ist, sonst werden sie noch fett hier. Aber, also er kommt damit sehr gut zurecht und die Skier werden ja auch entsprechend angepasst. Also das ist für ihn kein Problem gewesen. For me, it wasn't no big differences because I have the same skis like I had in winter. So. Everything is going like it was, so. So, right, für ihn kein Unterschied. Weitere Fragen? Ist es noch, soll ich noch eine, was drauf sagen? Soll ich noch was drauf sagen? Also ich glaube, man kann hier raushören, dass es individuelle Lösungen gibt. Insgesamt sind diese Bestrebungen, sich hier Gedanken zu machen, dass das Skispringen athletisch ist, dass das Skispringen hier ein ordentliches Regelwerk hat, damit die Sportart attraktiv rüberkommt, sind sehr begrüßenswert. Man muss es abwarten, ob man am richtigen Rädchen gedreht hat. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss mal vielleicht das Denkspektrum etwas erweitern und vielleicht an einem anderen Schräubchen irgendwo wieder mal ansetzen. Ist eine sehr diffizile Geschichte. Skispringen wird immer ein Thema bleiben, so dass das Material und Technik sind ineinander verzahnt. Von dem her bleibt es eine materialintensive Sportart und man muss hier immer schauen, dass man hier das Reglement schafft. Nicht? Man tut in der Formel 1, macht man auch immer wieder neue Regeln und die fahren dann immer schneller. Und man will eigentlich die Autos langsamer machen. Von dem her muss man wirklich von einer guten Führung sicher hoffen, dass sie in den richtigen Schräubchen drehen. Die Lösungen werden individuell sein. Der eine wird die Säge auspacken, der andere wird sich eine Toblerone kaufen. Also in dem Hinsicht kann ich das nicht pauschal beantworten. Wir haben versucht, unsere Lösungen zu finden und sind im Moment im Regelwerk, glaube ich, ganz gut gefahren. Sind die Unterschiede zwischen Österreich und Norwegen rein niveaumäßig sehr groß und kann man die österreichischen Trainingsmethoden ohne weiteres übertragen auf die Norweger? Also vom Niveau her hat man ja gesehen, vom letzten Jahr ist ein Unterschied da. Also groß ist er nicht, Gott sei Dank. Ich denke, in Norwegen gibt es ungefähr 10-mal so viele Skispringer wie in Österreich im Nachwuchsbereich. Das würde man gar nicht glauben, aber es sind wirklich sehr viele. Und ich denke, der Unterschied zwischen Österreich und Norwegen im Moment ist der, dass in Österreich, durch das, dass es auch größenmäßig ein kleineres Land ist, die Strecken geringer sind, ist es sehr einfach, Athleten zum Beispiel für einen Trainingskurs zusammenzubekommen. Es gibt eine große Institution in Österreich, es gibt mehrere, aber es gibt eine große Institution, das ist das Skigymnasium Stams. Eisenerz ist der zweite, wo es also einen beruflichen Weg gibt. Und dort sind die meisten Springer gut zusammengefasst in Gruppen, in einem Internat, wo sie also wirklich doppelbetreut sind. Und es gibt ähnliche Einrichtungen in Norwegen, es gibt diese NTGs, also auch Skigymnasien. Nur ist es da eben so, dass es gibt beispielsweise kein Internat, die Athleten schlafen privat und es ist sehr schwierig dort, dass im Alter von 16 bis 18, 19 Jahren wirklich auf die Jungs aufzupassen, natürlich.
weiter. Grundsätzlich ist das Potenzial ist da, aber es ist sicher sehr viel Arbeit im Nachwuchsbereich. Was das Training selber betrifft, denke ich, kann man die Trainingsmethoden, die man in Österreich, die ich in Österreich verwendet habe, durchaus in Norwegen gleich umsetzen. Es ist ja nicht so weit weg. Also es ist nicht so, dass ich denke, wenn Skispringer von verschiedenen Nationen am Schanzenturm stehen, dann redet jeder fast vom Gleichen. Also da ist nicht mehr so viel Unterschied. Ich denke, dass es im konditionellen Bereich gibt es noch einiges zu tun und da ist, kann man das durchaus umsetzen.